Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Und natürlich wie immer herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal mit einem kleinen Informationsvideo über die Blutspende. Ich hatte es ja in meinem letzten Video angedroht, dass ich nochmal ein kleines Extra-Video dazu mache. War ja jetzt bei der Blutspende. Erstmal total chilliges Ding. Also der kleine Pieks in den Arm war nicht der Rede wert und es ging sehr schnell, alles sehr nett. Und ja, was soll ich sagen, es war 45 Minuten, glaube ich, insgesamt hat das alles gedauert, selbst jetzt mit den Corona-Maßnahmen. Das Blutabzapfen selber 5 Minuten, also wirklich eine sehr entspannte Geschichte. Warum war ich da? Ich habe halt die Empfehlung von meinem Arzt gekriegt, entweder Aderlass oder halt Blutspende. Da habe ich halt natürlich gesagt, eine Blutspende ist ja dann schon sinniger, weil warum soll man das gute Zeug wegschmeißen? Wer anders kann es eventuell gebrauchen, also bin ich zur Blutspende gegangen. Der Grund dafür ist, Blutspenden oder Aderlass senkt den Blutdruck. Nicht unbedingt beim ersten Mal, aber auf Dauer. Also es gibt Statistiken, die zum Beispiel ab der vierten Blutspende sagen, dass der systolische Wert um bis zu 17 Punkte runtergeht und der diastolische Wert um bis zu 12 Punkte. Und das ist gerade zum Beispiel für Leute, die einen leichten Bluthochdruck oder einen mittleren Bluthochdruck haben, auf jeden Fall eine Überlegung wert, seinen Blutdruck auf diese Art und Weise zusätzlich zu senken. Natürlich muss man auch andere Maßnahmen ergreifen, wie in meinem Fall das Körpergewicht reduzieren, Cardio-Training machen. Schlaflabor steht bei mir noch aus, auch ein ganz wichtiger Faktor für Bluthochdruck. Schlecht schlafen. Natürlich, die Sachen muss man mit dazu machen. Aber eine regelmäßige Blutspende kann das Ganze auch mit unterstützen. Dazu hat man halt noch die Vorteile, dass man auch zum Beispiel auf Eisenmangel kontrolliert wird. Das heißt, sollten sich zum Beispiel solche Sachen herausstellen, kriegt man auf jeden Fall eine Information, dass man Mangelerscheinungen im Bereich Eisen hat. Der Blutdruck wird regelmäßig kontrolliert, auf medizinisch, wobei das bei mir eher so ein Problem ist, da die Manschetten meistens nicht groß genug sind. Deswegen habe ich mir zu Hause das Gerät mit der großen Manschette geholt. Das ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal angucken. Das geht bis 48 cm Umfang, die Manschette. Da kriegt auch der dicke Arm seinen Blutdruck gut gemessen. Des Weiteren werden halt noch Viruserkrankungen mit überprüft. Syphilis, HIV, Rötelviren, glaube ich, so heißen die, also dieser Parabarovirus B19 oder so. Darauf wird man auch getestet, also auch da bekommt man die Information, ob solche Erkrankungen vorliegen. Ist jetzt für Leute, die vielleicht in einer festen Beziehung leben, längerfristig nicht ganz so interessant, aber trotzdem nicht unbedingt verkehrt. Wie gesagt, wenn man es dann, sage ich mal, alle Vierteljahre überprüfen lässt, schaden kann das nicht. Ja, und man erfährt seine Blutgruppe. Ja, meine Blutgruppe ist Schmalz. Mal gucken, was dann hinterher auf dem Spenderausweis steht. Ich bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall ist das eine gute Sache. Also, wie gesagt, es ist schon mehr eine Win-Win-Situation. Wahrscheinlich. Gut, wenn man jetzt nicht gerade eine Blutkonserve braucht, hat der Spender auf jeden Fall vielerlei Vorteile, wahrscheinlich mehr, aber generell erstmal mehr davon. Ja, Blutdruck wird gesenkt. Generell ist es gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ne? Beugt auch Herzinfarkt vor. Dadurch, dass halt der Blutdruck ein bisschen runtergeht, ist das Herzinfarktrisiko natürlich gleich wieder gesenkt. Vorsicht, das ist übrigens nur bei Leuten, die einen höheren Blutdruck haben als normal. Für Leute mit normalem Blutdruck ändert sich nichts. Ne? Da fällt er nicht ab oder sonst irgendwas. Das ist dann, das passt dann weiterhin, also da keine Sorge. Wie gesagt, man weiß, ob man Eisenmangel hat, auch nicht verkehrt. Das ist auch so eine unterschätzte Geschichte heutzutage. Die Viruserkrankungen werden regelmäßig mitgetestet, was auch nicht verkehrt ist. Und ich sag mal, hat sehr, sehr viele Vorteile und man kriegt hinterher was zu essen. Jetzt in diesem Fall durch Corona gab es halt kein Buffet, sondern es gab ein kleines Lunchpaket, hätte ich jetzt fast gesagt. War ein paar schöne Sachen drin. Ist auf jeden Fall eine nette Geste und am Ende des Tages weiß man, man hilft vielleicht jemandem dabei, eine schwere Operation zu überstehen oder einen Unfall oder sonstiges durch die Spende seines eigenen Blutes. Von daher, hey, was kann daran schlimm sein? Also wirklich, es hat unterm Strich eigentlich nur Vorteile. Ne? Für einen selber, für andere ist eine super Sache. Ich kann es nicht anders sagen. Und wie gesagt, das war eine schillige Erfahrung. Ich werde jetzt auf jeden Fall häufiger hingehen. Männer könnten theoretisch alle 8 Wochen gehen, also 6-mal im Jahr. Ich werde auf jeden Fall alle Vierteljahre anpeilen. Alleine schon, wie gesagt, aus Blutdrucksicht und mal schauen.
Also mein diastolischer Wert ist auch schon ein paar Punkte runtergegangen. Das war sehr gut. Mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten paar Mal entwickelt, ob das dann in die Statistik passt. Wenn das so sein sollte, bin ich mit meinem Blutdruck auf jeden Fall wieder safe. Und wenn ich dafür nur alle Vierteljahre mal mich pieksen lassen muss, who cares? Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. So. Natürlich würde mich ja eure Meinung dazu auch interessieren oder ob ihr zum Beispiel die ganzen Vorteile wusstet. Auch, ich meine, klar, dass das Blut getestet wird auf diverse Erkrankungen, ist geläufig, aber wahrscheinlich nicht auf welche. Und das mit dem Eisenmangel wusste ich zum Beispiel nicht. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es so große Vorteile für das Herz-Kreislauf-System hat oder fürs Herz an sich. Ja, war auf jeden Fall gut zu wissen. Was ich auch nicht wusste, ist, dass 7% des Körpergewichts Blut sind, was in meinem Fall 10 bis 12 Liter sind, was das Ganze natürlich dann nochmal extra einfach macht, weil man sich denkt, ja gut, von 10, 12 Litern, ein halber Liter, das ist ja nichts. Ja, da gehe ich wahrscheinlich einmal auf Toilette und pinkel mehr aus an Flüssigkeit. Von daher, also ich habe auch nichts davon gemerkt. Ne? Also ich habe weder einen blauen Fleck im Arm, noch irgendwie, dass mir schwindelig war oder dass es mir nicht gut ging oder sonst irgendwas. Dass ich Leistungseinbrüche gehabt hätte, 2 Tage beim Training später, nichts. Also es war alles wie sonst auch. Von daher, ich kann es wirklich nur empfehlen, gerade für Leute, die vielleicht mit dem Blutdruck ein bisschen zu tun haben. Denkt drüber nach. Es macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt regelmäßig tun und freue mich und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich die ganze Blutdruckgeschichte entwickelt. Und auch was zum Beispiel dann, wenn ich dann jetzt irgendwann mal ins Schlaflabor kann, was da rauskommt. Ne? Und wie sich das dann entwickelt. Es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit für mich und so weiter. Klingt vielleicht komisch, man, ja, die Gesundheitsprobleme sind ja nicht schön, aber dieses ganze, diese verschiedenen Maßnahmen und so weiter, was bringt was? Das ist für mich halt ziemlich interessant, jetzt zu erfahren, ne, in welcher Richtung sich das alles entwickelt. Und ich bin da immer sehr neugierig. Das ist jetzt so Live-Action-Sendung mit der Maus für mich. In dem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr natürlich gesund bleibt. Oder wenn ihr halt Probleme habt, vielleicht helfen euch ja meine Erfahrungen da so ein bisschen mit, dass für euch das eine oder andere auch in Frage kommt. Und werdet weiterhin schön stark, ganz wichtig. Ne? Trainiert fleißig. Schaut vielleicht mal in der Videobeschreibung rein. Das würde mich persönlich noch viel mehr freuen. Nein, nicht viel mehr. Das würde mich sehr freuen. Ne? Freuen tut es mich, dass ihr regelmäßig einschaltet und mich unterstützt. Allein dadurch, dass ihr hier seid und euch an den Diskussionen beteiligt. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und auch dieses Mal, wie gesagt, Kommentare. Schreibt was dazu. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und vielleicht auch mal zu Twitch oder Instagram schauen. Und dann Follow da lassen. Und bei den Live-Sendungen mal mit einschalten, würde mich auch sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.